Hallo Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute gibt es tatsächlich ein ziemlich cooles Video und zwar ist es Teil 2 einer kleinen Miniserie, sage ich jetzt einfach mal. Ich kann euch schon mal direkt sagen, wenn ihr wollt, dass ich dieses Format hier öfter bringe, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Das Ganze kann man ja rein theoretisch schon endlich oft machen, bis ich alle Games aus dem App Store getestet habe. Ich würde sagen, den nächsten Teil schaltet ihr frei, wenn dieses Video hier 4000 Daumen nach oben erreicht. Und zwar werden wir heute Folgendes machen. Wir werden gleich Siri nach einer zufälligen Zahl zwischen 1 und 200 fragen. Die App-Charts gehen bis 200 runter. Das Ganze habe ich schon mal bei den Gratis-Apps, wie gesagt, gemacht. Da könnt ihr das Video gerne nochmal hier oben bei mir auschecken. Und ich habe gesagt, wenn das Video die 3000 Likes knackt, gibt es hier einen Part 2, wo ich das bei den kostenpflichtigen Apps mache. Und genau das machen wir heute. Ich würde auch sagen, wir starten direkt einfach mal rein und werden jetzt Siri nach einer zufälligen Zahl zwischen 1 und 200 fragen und dann direkt mal die allererste App testen. Nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 200. Die Antwort lautet 169. Okay, 169. Goat Simulator? Was? Was ist das denn? Ihr wollt mir nicht weismachen, dass man da eine Ziege spielen muss und dass das 7 Euro kostet. Alter Freunde, da müsst ihr unbedingt jetzt den Kevin Spielt Kanal abonnieren, dass ich jetzt einen Goat Simulator für 7 Euro kaufe. Oh Mann. Let's go. Oh mein Gott, wie das schon anfängt. Also wenn dieses Video hier nicht die 4000 Daumen nach oben erreicht, dann bin ich echt verzweifelt. Okay, wir gehen direkt einfach mal auf Starten. Hä? Ihr wollt mich doch veräppeln. Wir sind doch jetzt nicht einfach eine Ziege, die hier rumläuft, oder? Springe über ein Hindernis. Bitte was? Und was muss ich jetzt hier machen? Was ist jetzt die Aufgabe? Kann ich diesen Typen umwerfen? Oh mein Gott, ich habe diese Frau umgeboxt. Und was ist jetzt, also was ist der Sinn des Lebens? Frage ich mich auch gerade mal wieder hier beim Spielen. Der schlabbert jemanden ab. Okay, und was macht das? Da stößt man mit seinem Kopf so vor. Und so fällt man einfach in Ohnmacht, oder was? Ich soll irgendwie so eine Challenge machen. Ich soll 5 Meter hochspringen. Wie soll ich denn 5 Meter hochspringen? Okay, da vorne ist so ein Typ. Den rammen wir jetzt einfach mal um. Oh, nee. Ich habe mich selber umgerammt. Also, was ist jetzt der Sinn? Ich bin eine Ziege und springe gegen irgendwelche Sachen. Junge, also ich bin selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe dafür, dass ich über eine Schubkarre gesprungen bin, habe ich Punkte bekommen. Was passiert, wenn ich da gegen diesen Bus springe? Hä? Ich guck mal, wenn ich von hier oben runterspringe, dann müsste ich ja rein theoretisch 5 Meter hochspringen. Ja. Okay, Lufthöhe, oh, ich wurde von einem Auto überfahren. Perfekt. Ich muss 6 Sekunden in der Luft bleiben. Wie bleibe ich denn jetzt bitte 6 Sekunden in der Luft? Ich hau jetzt erstmal diesen Typen da vorne rum. Ja. Keine Chance, Bruder. Oh mein Gott, er war... Digga, der Typ wurde einfach überfahren. Dieses Game ist schon irgendwie ein bisschen brutal. Was machen die da? Die demonstrieren. Junge, und ich box die einfach um. Was? Hä, und der, Digga, der Typ klebt an mir dran. Mit meiner Zunge... Ich hab den mit meiner Zunge gefangen genommen. Wieso ist da vorne eine Wasserrutsche oder eine Rutsche? Kann dieser Typ mal von uns weggehen? Der ist immer noch an uns dran. Aber wenn ich die Zunge nochmal gemacht habe, jetzt ist er weg. Aber der sieht aber nicht so gut aus, der Typ. Hä, ich kann auch so eine Bank mitnehmen? Das ist doch nicht deren Ernst. Kann ich jetzt hier auch mal wieder rauskommen? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Als ob ich hier eine... Oh mein Gott, ich kann als Ziege auch eine Leiter hochgehen. Kann ich auch diesen Sprungturm da hoch... Och, ich bin schon wieder unten. Das Spiel verwirrt mich. Ich will doch einfach nur hier hochklettern. So, danke. Warte mal, ich will diese Rutsche da ausprobieren. Hö, was ist das denn? Freigeschaltet. Ich bin jetzt eine Talziege. Hui! Ist auch echt... LOL. Also ich muss sagen, das Spiel tut mir im Kopf weh, wenn ihr dann in Teil 2... Was ist hier? Warte mal, das muss ich nur mal angucken. Pilze. Kann ich die essen? Mein Kopf ist jetzt groß. Okay, das reicht. Ich hab genug vom Goat Simulator. Ich sag euch so, wie es ist, wenn dieses Video hier 7000 Likes kriegt. Okay, das ist geisteskrank. Dann spiele ich nochmal einen Goat Simulator. Weil es so sinnlos ist, das Spiel, dass es schon wieder lustig ist. Nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 200. Das ist 69. 69 ist Backflip Madness. Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ich da einfach Rückwärtssaltos machen muss, oder? So, spielen. Digga, also für 1 Euro sieht das mega trashy aus. Drücke den Action-Button. Okay.
Hä? Junge, ich bin... Hä? Ah, ich hab's geschafft. Und jetzt? Lol. Oh mein Gott. Okay, okay. Jetzt müssen wir von dort irgendwie runterspringen. Ah, haben wir auch geschafft, oder? Hä? Nee. Ah, ich hab's geschafft. Hä, ist gar nicht so kacke, das Game. Ach, Leute, jetzt muss ich da drauf landen. Ach so. Oh mein Gott, wie soll man das denn schaffen? Ich gehe mal auf Free-to-Play. Oh mein Gott, ich kann jetzt auch von hier oben runterspringen. Nee, hä? Oh, krass. Ich mal zu so einer anderen Position. So geisteskrank krasse Position. Kann man auch so ein Doppelsalto machen? Ey, diese Games, ne? Wirklich. Junge, wie ich auch jedes Mal da unten drauf lande. Ah, hab's geschafft. Der Profi, Digga. Was macht dieser Fußball da eigentlich? Okay, wir gehen mal in Port West. Das ist der Sprung, ist wahrscheinlich der von da oben. Perfekt. Was bringt das überhaupt, wenn ich das drücke? Gar nichts. Also, nee. Also wirklich. Dieses Game, das ist kein Euro wert. Nee, kein Plan. Also vielleicht fühle ich das auch einfach nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr Backflip Madness findet. So, Leute. Und das letzte und dritte Game. Nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 200. Die Antwort lautet 159. Okay. GeoGuessr 2. Ah, lol. Das habe ich schon mal gesehen. Gut, das testen wir auch mal aus. Okay, wir machen mal ein Standardspiel. Und Time Limit machen wir mal nicht. Und wir machen mal Europa. So schauen wir uns um. So gehen wir nach vorne. Und dann müssen wir auf der Map am Ende unten einmal tippen, wo wir uns befinden. Also das sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie irgendwie so Spanien. Mal sehen, wie weit wir hier gehen können. Also falls ihr GeoGuessr noch nicht gespielt habt, wir kriegen hier einen zufälligen Bereich von Google Maps. Da können wir uns umschauen und auch eine gewisse Strecke uns auch hier fortbewegen. Wir müssen dann anhand der Umgebung raten, wo wir uns befinden. Ich würde sagen, das Auto könnte so der erste Anhaltspunkt vielleicht sogar sein. Mercedes, eine Mercedes V-Klasse. Mal vorne ist so ein blaues Schild. Das könnte vielleicht... Okay, Kilometer. Also das ist auf jeden Fall nicht in Deutschland. Das können wir schon mal sagen. In Deutschland sieht die Kilometerangabe anders aus. Ich würde jetzt einfach mal meinen ersten Tipp nehmen und einfach mal sagen, dass wir uns in Spanien befinden und irgendwo hier... Oh mein Gott. Ich bin 2434 Kilometer weg. Wir sind wieder irgendwo in irgendwelchen Bergen. Können wieder irgendwo Spanien sein. Was ist das hier? Oh, warte mal. Ja, das ist auch griechisch. Pitrolo. Das ist, glaube ich, griechisch, ja. Ich würde sagen, das ist relativ eindeutig. Wenn das jetzt nicht Griechenland ist, dann bin ich ein Lappen. Also dann bin ich echt ein Keck. Das ist bestimmt irgendwo hier in so einem Berg. Let's go! Nur 72 Kilometer entfernt. Das ist sehr krass gewesen. Und ich habe 39 Sekunden gebraucht. Okay, sehr stark, sehr stark. Oh, das könnte Deutschland sein. Ey, das ist echt schwer. Wir haben leider hier gar keine Anhaltspunkte irgendwo. Das könnte ich vielleicht eh nochmal wie so ein normales Video machen, wie diesen Goat-Simulator. Also wenn ihr das nochmal sehen wollt, das gibt es auch für einen PC. Wenn ihr das nochmal sehen wollt von mir, dass ich so ein bisschen mich auf der ganzen Welt mal umschauen soll und raten soll, wo was ist, dann schreibt es mal in die Kommentare oder gebt mal einen Daumen nach oben. So, also hier vorne könnten wir auf jeden Fall mal einen Anhaltspunkt kriegen. Das ist so eine Haus. Was ist da hinten? Die Kennzeichen sind immer... Ah, da vorne ist so ein Schild. Da gehen wir mal hin. Das ist französisch. Das ist irgendwo in Frankreich. Gut, Frankreich kann auch immer sehr gut sein. Wobei, es kann auch in Belgien sein. In Belgien wird auch teilweise französisch gesprochen. Ich tippe, dass es irgendwo hier ist. Boah, 210 Kilometer nur entfernt. Auch sehr gut. Also bis auf den ersten Tipp bin ich gar nicht mal so schlecht bisher. Das könnte irgendwo England sein. Jetzt sind wir das erste Mal irgendwie so bei einer Zivilisation. Das sind auf jeden Fall keine deutschen Mülltonnen. Das ist irgendwas Gelbes. Kann ich gucken, auf welcher Seite fährt der? Okay, es ist nicht England. Der fährt auf der linken Seite. Okay, dann ist es nicht England. Das ist schon mal sehr schlau von mir gewesen. Alle mal Hashtag Kevin schlau in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Okay, ist nicht Deutschland. Da vorne ist ein Schild. Was steht da? Verdammt, kann ich nicht erkennen. Ich sag einfach mal Belgien hier irgendwo. Oh, Dänemark. Okay, 583 Kilometer weg. Ja, Dänemark hätte ich auch drauf kommen können. Okay, der letzte Tipp. Oh, da ist direkt ein Schild. Das ist... Tu papel es importante. Das ist, glaube ich, Spanisch. Gucken wir uns mal dieses Schild hier an.
Ja, ich glaube, das ist Spanien. Es könnte auch Frankreich sein. Ich bin leider nicht mehr so gut in Französisch, aber ich glaube, das ist Spanien irgendwo hier. Na, okay, zwar an der anderen Seite 500 Kilometer trotzdem noch entfernt, aber es war Spanien. Sehr nice. Insgesamt 4824 Punkte. Würde ich so sagen, ist stabil, oder nicht? Also, Freunde, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich den Goat-Simulator und GeoGuessr nochmal spielen soll. Gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.